Frau Bode? Frau Bode? Sie können sich ruhig alles angucken. Denn Sie haben doch einen Hausdurchsuchungsbefehl. Stimmt's, Frau Kommissarin? Frau Bode, wir wollten uns nur mal ansehen, wie Sie mit Ihrem Mann zusammengelebt haben. Damit wir uns ein Bild machen können. Mein Mann, oder sage ich lieber Ex-Mann, hat hier gar nicht wirklich mit mir zusammengelebt. Die meiste Zeit war er in der Wohnung seiner Firma. Oder hat wo auch immer geschlafen. Jedenfalls war er, wenn überhaupt, nur am Wochenende hier. Sie scheinen ja nicht sehr unglücklich darüber zu sein. Darüber, dass mein Mann tot ist? Natürlich nicht. Warum sollte ich das verbergen? Ich habe ihn ja schließlich nicht umgebracht. Das sagen Sie. Sie waren übrigens gestern tatsächlich zur Tatzeit in Hamburg auf der Touristikmesse. Wir haben das überprüfen lassen. Das haben Sie so schnell herausgefunden? Tja, 4 der Zeugen, die wir befragt haben, haben sogar eine Visitenkarte von Ihnen bekommen. Tja. Jemand stürzt meinen verhassten Mann vom Balkon und ich kann's nicht gewesen sein. Blöd, was? Auf mein Alibi. Prost. Warum sollten Sie nicht jemanden dazu beauftragt haben, Ihren Mann vom Balkon zu stoßen? Hören Sie, mein Lieber, es gibt mindestens 100 Menschen, die sich den Tod meines Mannes genauso gewünscht haben wie ich. Sollten Sie sich nicht lieber bei seinen Geschäftspartnern erkundigen, als eine trauernde Witwe beim Trauern zu stören? Ich halte das nicht für so abwegig. Dass ich meinen Mann vom Balkon gestürzt habe, das glauben Sie doch nicht wirklich. Klar, hätte ich Marc gerne umgebracht. Manchmal, oft. Mich so oft geschlagen und betrogen. Egal. Kennen Sie den? Was ist grün und blau und gelb und hat keine Lust auf Sex? Keine Ahnung. Eine Frau im Frauenhaus. Nicht wirklich lustig, was? Das war Marks Lieblingswitz. Raten Sie mal, warum. Hören Sie, Frau Bode. Wenn Sie wirklich glauben, dass ich mit dem Tod meines Mannes etwas zu tun habe, dann müssen Sie es ja erstmal beweisen, oder? Viel Spaß dabei. Ich habe schon seit Ewigkeiten eine Flasche Champagner im Kühlschrank. Tétanger. Oder Teigjagd, wenn wir euch in Köln sagen. Können wir ja mal aufmachen. Ja klar, warum nicht? Du bist toll. Schon komisch, oder? Ich habe mir so oft vorgestellt, wie es wäre, wenn wir uns wiedersehen würden. Ich habe sogar schon mal geträumt, dass wir uns küssen würden hier in meinem Haus. Du hast schon mal von mir geträumt? Ja, 1-2 Mal. Und einmal war gar nicht richtig, da hatten wir gar keinen Sex. Ach. Ach komm, tu doch nicht so. Du weißt genau, dass ich schon immer nicht verliebt war. An der Schule, in der Uni. Und dann bist du nach Köln gezogen. Und ich auch. Hab dich schon immer geliebt. Immer geliebt? Hey, wir kennen uns doch noch gar nicht richtig. Wir lernen uns jetzt richtig kennen. Ja, ich meine, wir kennen uns natürlich schon lange, aber du hast mich so beobachtet. Wie heute Abend. Und dann hast du Hallo gesagt und ich habe Hallo gesagt. Und jetzt sind wir hier in meinem Hausflur. Wie ein verliebtes Pärchen. Wie ein verliebtes was? Mir ist kalt. Lass uns ins Schlafzimmer gehen, ja? Nee, warte mal einen Moment, das geht so nicht. Du kannst mir nicht einfach sagen, dass du mich liebst. Wir haben uns 10 Jahre lang nicht gesehen und jetzt sagst du mir solche Sachen. Warum freust du dich nicht einfach? Ja, ich freue mich ja irgendwie. Aber weißt du, das ist mir jetzt ein bisschen viel, Nina. Ich habe dir den ganzen Abend von der Trennung erzählt und der letzten Beziehung und also so kann ich das gerade nicht. Warum bist du denn überhaupt hier? Ja, vielleicht sollte ich gehen. Hey, lass uns telefonieren, okay? Tschüss. What do you do? You can smoke here.
Shit. Mommy's next door. Oh, she never heard shit. It's just a vegetable anyway. Well, then go. Go. You stay, of course. That's what I'm good at. Martyr. Better than being a selfish bitch. Not really. You think you're superior, aren't you? Like that. Just because you're musical. 5 generations of musicians and I can't carry a fucking tune. Poor, poor Carrie. Nobody loves. No, you shut up because it's true. I'm the drudge that has to do all the real work. I'm the one who looks after Mom all the time and I get insulted for it. I'm sick of you. Sick of you and your big, sensitive emotions. You and Dad. And Mom too. Well, screw all of you. There are some people that don't make a big, dramatic deal out of things and we still get them done. You do make a big, dramatic deal out of it. You suffer, you always suffer, and you make sure we see it. You're always left out, snubbed. You know why? Because you drag with your suffering. That's just the way it goes, sister. And it's fair. Because that's the life you choose. You serve us, and you want us to be grateful. But that's not how it works. And you're an idiot if you think it can be any different.